Ein sicherer Absatz und für die Bauern einen guten Milchpreis. Das sind die Aufgaben der Milchvermarkter Nordostmilch und MIBA. Aus ihrer Fusion soll die führende unabhängige Milchvermarktungsorganisation in der Schweiz mit über 600 Millionen Kilo Milch im Jahr entstehen. Milchbauern erhalten durch den Zusammenschluss eine Organisation, die eben noch ein bisschen mehr Stärke hat, wo auch noch ein ernstzunehmender Verhandlungspartner ist in den Märkten, wo noch mehr Ressourcen hat, um eben auch eine Neuerschliessung von neuen Märkten zu arbeiten und einfach eine Organisation, die noch effizienter ist, dass eben noch einen grösseren Anteil vom Preis, den der Konsument an der Milch zahlt, auch weiter zu ihnen zurückkommt. Hintergründe der geplanten Fusion sind die Konzentration auf der Produzentenebene und der Preisdruck aus dem Ausland. Ich finde es extrem wichtig, dass wir auch lernen und damit können umgehen als Bauern, dass wir auch zusammenstehen müssen, unsere Kräfte bündeln, wie sich das ganze Umfeld auch entsprechend entwickelt. Und wir werden als Nordostmilch und auch als MIBA alles daran setzen, dass sich der Bauer auch in der neuen Organisation wieder wohlfühlt und seine regionalen Ansprechpartner auch hat. Wir werden weiterhin eine Organisation von den Bauern für die Bauern sein. Und die regionalen Verwaltungsräte sind ja Bauern aus der Region, die unsere Bauern selber vertreten. Die Nachricht vom möglichen Zusammenschluss kommt für den Christoph Graf, Präsident des Bauernverbandes Schaffhausen, nicht überraschend. Die MIBA und Nordostmilch haben schon seit 3 Jahren zusammengeschafft und nach einer verbesserten Kooperation gesucht. Er schaut der möglichen Fusion positiv entgegen. Längerfristig haben wir natürlich die Hoffnung, dass wir dadurch unsere Position am Milchmarkt ein bisschen verbessern können und dadurch einen besseren Erlös für unsere Milch auswirtschaften können. Je grösser die Menge ist, die man handelt, desto besser ist die Position in den Verhandlungen. Also man hat sicher mehr Möglichkeiten, wenn man gegenüber den Verarbeitern auftritt. Und im anderen hat man natürlich auch von der Transportlogistik eine bessere Möglichkeit. Also man kann sicher Transport optimieren und hat sicher auch dort Einsparungspotenzial. Eine Arbeitsgruppe soll jetzt den Zusammenschluss für die MIBA und Nordostmilch vorbereiten. Ob es wirklich so weit kommt, zeigt sich dann an den beiden Generalversammlungen vom 20. April 2016.